Regierungschef Klaus Tschütscher war am 26. Oktober zu Gast an der Universität St. Gallen zum Thema Veränderungen auf dem Finanzplatz Liechtenstein. Was kommt nach der Zeit des Bankkundengeheimnisses? Ich bin eingeladen worden vom Liechtensteiner Verein hier an der Uni St. Gallen. Ich hatte natürlich eine riesige Freude gehabt, weil ich selber ja hier studiert habe. Heute war genau der Tag vor 24 Jahren, wo ich den ersten Tag hier war. Ein kleines Jubiläum in dem Sinn. Mich hat es natürlich auch gefreut, dass der Thomas Nick und der Urs Müller von der Landesbank da waren. Wir sind gleichzeitig, haben wir studiert und jeder hat einen unterschiedlichen Werdegang jetzt gehabt. Wir haben heute uns mit den Studierenden auseinandergesetzt, eine intensive Podiumsdiskussion gehabt. Es ist vor allem um den Platz Liechtenstein, um den Finanzplatz Liechtenstein gegangen, naheliegenderweise auf die Herausforderungen, aber auch um die Chancen für die Zukunft. Ich glaube, wir haben eine sehr offene Diskussion geführt, eine sehr transparente und vielleicht auch eine schonungslose. Am Schluss hat es dann ja eine offene Frage gegeben. Ich habe gesehen, dass ein Studierender sich ernsthaft Gedanken gemacht hat, was kommt eigentlich an Regulierungsaufgaben, an Regulierungskosten auf den Platz zu. Und dann hat er die ernsthafte Frage gestellt und deren werden wir uns auch stellen müssen. Er hat es auf den Punkt gebracht, wie viel Regulierung vertritt der Markt Liechtenstein. Und ich glaube, wenn man es sieht, wie sich die jungen Leute schon mit diesen Fragen auseinandersetzen, dann freut es mich, dass sie so einen Herzblock für einen Platz Liechtenstein haben. Und ich habe es dann ja auch gesagt, tragen das bitte heim und unterstützen uns auch auf dem Weg, gerade auch jetzt in der schwierigen Frage für Konsolidierung des Staatshaushalts. Ich glaube, zuerst ist einmal eine solide Ausbildung das Wichtigste. Unser Platz wird in Zukunft davon leben, dass wir eine Qualität haben und dass wir schnell und flexibel sind. Und für das braucht es gut ausgebildete Leute. Und deshalb haben gut ausgebildete Leute auf dem Platz Liechtenstein die grosse Chance. Und wir haben einen breit diversifizierten Wirtschaftssektor, im industriellen Sektor, aber auch im Finanzplatz, von der Versicherung, Fonds, Treuhänder, Banken, Vermögensverwalter und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn jeder sich ein bisschen spezialisiert, dann glaube ich, kann man sehr viel erreichen. Wir brauchen gute Arbeitskräfte, wir haben beschränkte Ressourcen und hoffen natürlich, dass Leute, gerade auch aus unserem Land, die da eine gute Ausbildung geniessen, bei uns dann auch das Know-how zur Verfügung stellen. Was der Platz braucht, ist sicher Planungsrechtssicherheit, ich sage Strategiesicherheit. Wir haben mit der Agenda 2020 unserem Platz eine Perspektive gegeben. Wir wollen den Wirtschaftsstandort insgesamt stärken. Wir haben Leitplanken aufgestellt, wir haben auch gesehen, was wir dort erwarten. Zum Beispiel im Bereich von der Steuern, dass wir eine steuerkonforme Strategie gehen. Und ich glaube, auf das hat sich der Platz eingestellt. Das hat natürlich auch grosse Konsequenzen, denen sind wir uns auch bewusst. Aber wenn wir natürlich auch in die Zukunft hinschauen und Kundenbedürfnisse ernst nehmen, dann glaube ich, hat insbesondere auch die Treuhandbranche eine riesige Bedeutung, weil der Kunde für die Zukunft will vor allem politische und wirtschaftliche Stabilität. Und das kann man bieten, zusammen mit den hervorragenden Dienstleistungen, die auf dem Platz vorhanden sind.